super Tolles gemacht. Und zwar nach dem Duschen. Wir haben immer die Türen offen gehabt im Badezimmer. Und ich war im normalen Bereich, stand an der Badewanne. Und direkt geradeaus durch war der Esszimmertisch. Und da saß, ich weiß gar nicht, wer da saß. Ich glaube, Micha saß da, der zum Schluss diese 52 gewonnen hat. Und ich habe das Handtuch so umgehabt und ziehe so darunter meine Bikinihose aus und will die dann so wegschleudern. Ich schleudere die weg und in dem Moment breitbeinig, beide Beine in die Luft, zack, und auf den Hintern. Oh, das kriegen wir auch. Ist sie auch schon. Ich bin nackt rückwärts aus der Dusche rausgeflogen. Rückwärts. Zuerst oben drauf und dann habe ich nochmal Schwung genommen und dann bin ich nochmal auf den Boden zu. Wie so ein Flummi. Boing, boing. Ja, und alles nur, weil ich Marcel gesehen habe. Manche eine Frau kriegt vielleicht bei ihm oder bei seinem Anblick weiche Knie. Hier haut es gleich die Beine weg. So ein Mist habe ich mich geärgert. Ich hatte auch voll das blaue Ei nachher am Hintern. Du konntest genau sehen, wo ich als erstes aufgekommen bin. Die sind ja so oft die Schnitze gehabt. Mit dem Fahrrad auch. Mit dem Fahrrad. Platsch. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, war ich sauer. Ich hätte das Ding am liebsten in die Ecke geschmissen. Ich fing ja eigentlich beim ersten Match schon an in der Nacht. Ne? Ja, Hose verloren, habe ich schon gerade erzählt. Direkt erstmal ins Dribbling gelegt. Mit den Wassermasten, ja, was soll's mal? Ich habe da nicht damit gerechnet. Habe dann auch nicht mehr dran gerechnet, damit gerechnet, hier so dieses Bündchen dazu zu ziehen, richtig. War so aufgeregt gewesen. Ja, toll. Fupp, war die Hose weg. Ich denke, irgendwas ist anders. Ich konnte ja nichts sehen. Ich denke, irgendwas ist doch hier. Ich denke, scheiße, meine Hose. Aber da hat schon was drunter. Ganz dringend, aber. Gleich am ersten Abend. Echt. Pleiten, Pech und Pannen, echt. Du hast noch alles oder wollt ihr noch was trinken? Ich hab noch was drin. Ja, gerne. Du kriegst noch früh genug was. Ach, ich muss jetzt noch echt warten, bis der wechselt. Mhm. Ja, wird dir dann gleich sein. Dann legen wir uns wieder auf die Pritsche um. Aber zu dritt auf eine 6-Mann-Pritsche geht eigentlich. Kann ich schön ausbreiten. Ja, stimmt. Haben wir eine geruhsame Woche. Eine geruhsame Woche. Kämpfen wir gegen den Schlaf hauptsächlich. Auf der Todescouch drinnen. Man hat nichts zu tun, Mann. Gar nichts. Seid doch erfinderisch. Was haben die denn gemacht? Die haben schon so viel erfunden. Von Lockenstab über alles Mögliche. Wir haben irgendwelche Spiele gemacht. Wir haben unsere Beine aneinander gebunden. Immer zweimal, also zwei Leute. Und dann gespielt. Ich denke mal gerade so Tage wie Montag. Das haben wir schon als Match gehabt, der Matchfilm haben wir so geschickt. Die Musik, die du überhaupt nicht magst. Nee, das wird mit Spielen immer weniger. Was willst du denn machen? So, die Gesichter kennst du schon alle. Dann gehst du so, kehrst in dich und fängst an, dich konzentrieren. Es gibt auch Tage, da fühlst du dich nicht gut. Du kannst nicht immer auf Strom sein. Das geht einfach nicht. Selbst lustige Leute, du musst auch mal Pause machen, das kriegst du so nicht. Starre so im Gesicht. Du kannst nicht immer lustig sein. Du musst mal schlafen. Auch mal um 6 vielleicht. Zu Hause bist du auch mal nicht immer um 11. Weißt du, du kannst nicht einfach pünktlich ins Bett. Und dann da fühlt man sich manchmal um 7, dass du schlafen willst. Das ist... Na, aber dann denkt man sich, wenn du schlafen willst, musst du nach Hause gehen. Ja. Weißt du, zum Schlafen kannst du nach Hause. So. Oder wenn dann irgendwas kommt, dann denkst du dir, ey, warum machst du das eigentlich? Du bist hier freiwillig drin. Ja. Warum tust du dir das an? Aber dann denkst du, du wolltest es ja selber und es ist einfach was Einzigartiges. Man darf nie vergessen, aus welchem Grund man reingekommen ist. So heißt, und den Spaß nicht vergessen, wie es anfangs war. Und genau. Das ist. Man muss immer sich sammeln und denken, komm, jetzt schaffst du es nochmal, jetzt zieh es nochmal durch. Das ist schwer. Ja, draußen können wir doch wieder pennen, wie wir wollen. Ja. Auch wenn es schwierig ist hier manchmal. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das wird so auch einer der ersten Dinge sein. Was war so dein Grundsatz, wo du in das Projekt gegangen bist? Spaß haben. Ja. Wie gesagt, bei uns gab es ja nur, die Staffel ist unendlich. Und da haben die immer in der Vorschau so einen Thron gezeigt, wie sie so einen König tragen. So. Und sonst haben wir gar nichts gewusst, was du gewinnst, wie viel und gar nichts. Und dann haben wir gedacht, komm, jetzt gehst du da rein. Also versuch es, reinzukommen. Und dann hat es geklappt. Und das war cool. Ja, aber das Ding war immer, du enttäuscht deine Familie nicht, blamier die nicht. Genau. Draußen gucken Omis und Muttis zu, so mach keinen Scheiß. Vorbildfunktion. Mach keine Kacke, so weißt du. Und für mich war, hab keinen Sex drin, weil das wäre für mich so, weißt du, war für mich einfach, ich wollte es einfach nicht so. Und dann, wie gesagt, dann vergisst du es dann in dem Moment einfach oder willst es vergessen. Ja.
Naja, wenn es was Festes ist und du weißt, es hat draußen Zukunft, dann bist du dir sicher, dann ist was anderes, wie wenn du hier, sag ich jetzt mal, pimperst rum und dann so, tschüss, nächste Woche die nächste und dann nochmal einen. Da wäre mein Vater reingekommen, hätte ich richtig meine Ohren so Dumbo-mäßig gemacht. Aber am Anfang warst du ja auch nicht sicher, oder? Mit was? Mit Ginny, oder? Ja. Es ist so, wie gesagt, da bist du so im Zwiespalt. Mhm. Bevor du dich so öffnest, du bist erstmal hier so 6, 7, 8 Monate, so wie ein Eisbrocken, nur auf dich selbst gestellt, du hast keine Familie, du öffnest dich keinem so richtig und dann wieder jemanden so ranlassen, das ist schwierig, weißt? Ja. Und dann gibt es halt, bei mir war es in der Staffel so, Michelle, Anna, bla und immer, und dann ist es jetzt die oder ist da, bist du auch verwirrt, dann kommt die und schreibt den Brief rein, die nächste weiß, sagt dir, ich habe Gefühle für dich und die dritte sagt dir auch, oh, ich habe auch Gefühle für dich, weißt? Und man fühlt sich natürlich geehrt. Das wäre eine Lüge, wenn ich sage, so, mir war es egal. Es war natürlich so, weißt. Aber da musst du auch überlegen, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt, halte ich mir die da draußen warm, hier drin oder die? Man muss einfach, für mich war einfach Geradlinigkeit. So klar und deutlich, die ist das und nicht. Anfangs war ich auch verwirrt, so, weißt, habe ich wie so ein doppeltes Spiel so ein bisschen. Da war ich mir nicht sicher, wollte ich sie nicht verletzen, die anderen nicht verletzen. Recht machen. War ja auch hart, ne? Ich meine, da waren ja auch keine hässlichen Frauen. Ne? Und wiederum ist man in so einer komischen Situation nicht wie draußen. Weil draußen ist das was anderes. Da kommt man nicht in so eine Lage. Hier wird man noch mehr so, weißt, es ist einfach extrem. Die wissen ja, wie die dich da hinbringen, wo du richtig dann sagst, ja, was mache ich jetzt? Du kriegst ja dir nur Fragen gestellt und alles. Am Staten oder so. Ja, das ist ja immer das. Und das merkst du ja auch, wenn du einen Schritt so und so machst, fragen sie, warum hast du den Schritt gemacht? Das ist. Aber das Wichtigste ist wiederum, dass du dich dann selber sammelst und dich nicht irgendwie von irgendwas verleiten lässt. Oder du denkst, ich glaube, die Zuschauer könnten die besser finden als die. Oder weißt du, das sind einfach Gefühle. Wenn sie die rauslässt, ist das Richtige. Und wenn du dich irgendwie von was anderes, so extern verleiten lässt, das hat keinen Sinn. Also absolut keinen Sinn. Ist ja dann alles menschlich. Ja, aus, wie gesagt, bei uns hat man sehr bestes Beispiel, es entsteht ein Kind daraus. Das habe ich getan. Wenn das Quatscherei gewesen wäre, hätte ich es gar nicht, weißt du, hätte es draußen nicht geklappt. Und das zeigt schon, dass ich den richtigen Weg zurückgegangen bin. Auf jeden Fall. Man kann immer, es gibt immer, wie soll ich sagen, man kann nicht gehen, du, die ist schön, die andere ist noch schöner. Es gibt immer, wie Autos, sag ich jetzt mal, als Beispiel, blödes Beispiel, ne? Es gibt immer schönere Sachen. Aber man, es ist einfach, es sind Gefühle. Da kannst du nichts machen. Es kann von mir aus jemand, weiß ich, die schönste auf der Welt vorbeikommen, ist ja für mich meine Freundin, weißt du, aber das juckt dich dann nicht mehr. Wenn dein Herz dabei ist, dann, egal wer vor mir steht, dann macht's mir nichts. Das ist bei jedem so, wenn das Herz einfach einem Menschen gehört, dann steht vor dir, egal wer, machst dir nichts. Das ist einfach, Gefühle kann man nicht irgendwie so beeinflussen. Die kommen auch nicht irgendwie, so dass du sagst, ich behalte das für mich und so. Das zeigt sich einfach, das sieht man. Durch Lachen, durch Gestik, weißt du, das sieht man dann. Du verrätst dich selber, wenn du auch denkst, ich weiß, andere sagen, ich glaube, bei euch ist was oder so, weißt? Und du willst das verheimlichen, das geht nicht. Man sieht es an verschiedenen Bewegungen. Hat man auch schon die Situation im Haus, sie Hasan hatte. Ja, aber dann steht man zu und dann ist auch alles gut. Das ist mehr, man denkt sich immer, was denken die anderen und so, aber wenn es draußen ist, dann die anderen jucken, weißt, man redet vielleicht einen Tag drüber und alles gut. Dann braucht man sich nicht verstecken. Warum denn auch? Was haben deine Eltern am Anfang gesagt? Naja, bei mir war ja auch so komisch. Weiß ich, hatte ja eine Freundin draußen, so anfangs. Und wir haben uns da an dem Tag, wo ich mich irgendwie entschieden habe, hierher zu kommen, habe ich so gesagt, bei uns ist jetzt 5,5 Jahre war ich mit der zusammen. Ich habe die, war ein junges, also ein ganz junges Mädchen, als ich sie kennengelernt habe. Die war 14 und ich war 17.